Optimale Ausgangslage gestern Abend für die Kriesner Ringer. Mit dem Sieg gegen Willisau könnten sie den Schweizer Meistertitel im Mannschaftsringen verteidigen und den Pokal damit im Rital behalten. Am Schluss ist aber alles anders gekommen. David Lendi und Fabian Mann. Es ist alles angerichtet für eine grosse Meistersause. Das Kriesner Publikum verwendet die Sporthalle Egerten-Zwittnau in den Hexenkessel und hofft, dass die Ringer vom Hugo Dietsche den Meistertitel im Mannschaftsringen heute ins Trockene bringen. Den ersten Kampf haben seine Männer auswärts zu Willisau gewonnen und führen in der Best-of-Three-Serie 1-0. Die Zuversicht ist gross. Ich habe ein gutes Gefühl. Wir wissen, es gibt einen harten Kampf. Die Chance ist 50-50, aber die Jungs sind motiviert. Gehen alles und schauen. Noch kurz die Muskeln lockern, immer mit dem Ziel vor Augen, heute im Kampf um den Meistertitel alles klar zu machen. Den gilt es ernst. Jeder Fight ist ein richtiger Abnützungskampf. Mal geht ein Kriesner als Sieger aus dem Ring, mal ein Willisauer. Bis zur Pause ist die Spannung kaum zu überbieten. Die Gäste führen, wenn auch nur hauchdünn. Dann sind es aber wiederum die Willisauer, die besser aus der Pause kommen. Und im 8. von 10 Kämpfen ist die Entscheidung gefallen. Die Kriesner gehen als Verlierer aus dem Ring. Ja, es ist nicht gleich. Es ist nicht so gut gelaufen, wie wir erwartet haben. Jemand Ringer einen schlechten Tag eingezogen. Und unter dem Strich hat es auch nicht ganz gelangt heute. Im ersten Moment ist sicher eine Enttäuschung da. Wir haben die Fahrt, um den Sack zu machen. Aber im zweiten Moment wissen wir, dass wir nächsten Samstag noch mal die Chance haben. Und jetzt sind wir umso mehr motiviert, dass wir nächsten Samstag gewinnen. Immerhin, es bleibt spannend im Ringen um die Schweizer Meisterschaft. Für die Kriesner heisst jetzt Kopf hoch und bei der Finalissima zu Willisau noch mal alles geben. Immerhin hat der Schweizer Meister im ersten Kampf dort schon gezeigt, dass ein Sieg möglich ist. Eine zweite Chance kommen auch die Kinder von der Tagesschule Zambia über, die wir mit Menschen in der Ostschweiz besuchen. Die beiden St. Galler, Paddy und Lara, sind für einen Monat dort im Austausch und sichtlich überrascht von der Lebensfreude der Kinder, die ihre Eltern wegen HIV verloren haben. Aber auch die Leistung in der Schule und das Sprachtalent der afrikanischen Kinder bringt die Schweizer zum Staunen. Ja, ist wahnsinnig, was sie da den Kindern beibringt, also alle Schule. Ich meine, bei uns haben sie in der Krippe das gleiche Alter, aber dort hocken wir nicht am Tisch und dann müssen sie zählen oder irgendwie halt, ja, von der Wandtafel. Menschen in der Ostschweiz heim wie Menschen am 20 ab. Nach einer kurzen Pause gibt es die Wetteraussichten. Mal schauen, ob es so stürmisch weitergeht zum Wochenanfang. Und auch noch in dieser Stunde tierisch. Bis nachher.